Und dann begann Herbert, uns in seine Erzählungen zu ziehen. Er sprach immer von seinen Kindern, 2, 5, 7, 9 oder 11, die im Osten sind und die er nicht sehen kann. Er weiß nicht, wie sie aussehen. Er weiß nicht, was sie machen. Er weiß nicht, ob und wie sie leben. Eine Mauer trennt ihn von seinen Kindern. Jeglicher Kontakt wird verhindert. Und für uns war klar, wir mussten uns mit ihm auf eine Reise begeben. Wir hatten das Problem erkannt. Wir wussten, was zu tun ist. Schließlich beschäftigen wir uns nicht das erste Mal mit Grenzen. Seien sie nun politisch oder persönlich. Wir haben John Gabriel Borgmann nach Jahren aus seinem eigenen Haus befreit und ihm ein neues Leben geschenkt. Wir haben unsere Protagonistin in Gespenstern den Freitod begleitet. Und jetzt würden wir es krachen lassen. Und zwar richtig. Wir beschlossen, Herbert zu retten.